Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geschenke, sondern auch des guten und reichlichen Essens. Doch was kommt bei Ihnen an Weihnachten auf den Essenstisch? Wir haben einmal nachgefragt. Also an Heiligabend gibt es bei uns bestimmt, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal Ente. Also kommt die Ente auf den Tisch. Am zweiten oder nee, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei uns eigentlich immer Rouladen zum Mittag. Und abends dann, ja, das ist dann abends ist es immer normal, so das Übliche, so ein Brot, Würstchen, ein bisschen Kartoffelsalat dazu oder allgemein verschiedene Salate. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, dann fahren wir dann immer nach Dresden essen in ein Restaurant. Weiß ich nicht, das macht die Frau. Oh, bei mir kommt also kein Braten, bei mir mache ich Rouladen. Oh Gott, na, wir sind ja eigentlich eingeladen. Also wir machen ja eigentlich Heiligabend, gibt es bei uns mal Brühnudeln, dann die Kartoffelsalat mit Bockwurst und dann den ersten Weihnachtsfeiertag, naja, dann eben die Weihnachtsgans wie immer mit Klöße, Rotkohl, ja. Ja. Wir sind eigentlich eingeladen, wir machen ja eigentlich gar nichts. Oh je, naja, ich bin alleine, aber naja, man macht das Beste draus, was man machen kann. Der Kartoffelsalat und Fisch oder was weiß ich, was so angesagt ist. Ja, mal sehen, was sich daraus machen lässt. Wir gehen essen in eine Gaststätte. So, und da wird es wahrscheinlich Gans geben. Und ansonsten, ja, Würstchen und Kartoffelsalat. Und so das Übliche. Da sind wir noch in der Findungsphase. Kartoffelsalat und Würstchen. Ja, denke ich einmal, das Klassische. Kartoffelsalat und Würstchen, das Klassische eben. Da muss ich die Frau fragen. Meistens auch Kaninchen, Ente, ich denke mal Ente. Und dann werden wir mal schauen. Bei uns gibt es immer Karpfen gebraten. Ist unterschiedlich. Kaninchen manchmal, manchmal Gans, manchmal Ente. Ganz verschieden. Rotkohl natürlich, nicht? Ja. Weil wir sind jetzt alleine hier und wenn wir zu den Kindern fahren, dann müssen wir das essen, was es gibt. Ne? Aber die haben schon was Vernünftiges. Aber mein Gans und Ente ist schon top, ja. Heiligabend, ne, da ist wie immer Kartoffelsalat und Bockwurst. Ein Gänsebraten und den Rest dann die letzten Tage. Das knappern wir dann ab. Sonst wird nicht so viel gegessen. Das ist nicht gut, weil man sich nie ausarbeitet. Bei uns gibt es Gänsekeule mit Grünkohl. Bei mir kommt nichts auf den Tisch, weil ich nicht da bin. Ich bin verreist. Im Erzgebirge. Und was die mir anbieten, weiß ich nicht. Na, immer traditionell Kartoffelsalat mit Bockwurst und Schaschlik. Gut, also wir haben eine Menge Gäste zu Hause und da mussten wir das durchstrukturieren. Und da gibt es am Anfang gibt's ein kleines Süppchen. Dann am nächsten Tag abends sowieso klassisch, wie es immer in Hoyerswerda ist. Da gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es Rouladen. Danach gibt es Eispetits. Abends gibt's dann, wird nochmal geschlemmert. Zwischendurch gibt es Kuchen für alle. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, da gehen wir dann wieder so ein bisschen in das magere Essen rein. Und da werden wir dann wahrscheinlich Fisch essen. Das weiß ich noch gar nicht. Ich bin allein. Kartoffelsalat. Mit Bockwurst und Bratwurst. Bei mir ist es Kaninchen und Rouladen. Heiligabend essen wir Ente. Das erste Mal, dann gibt es immer Kartoffelsalat mit Bockwurst. Aber mein Mann sagt, Schluss, aus, ich will heute mal was anderes essen. Den ersten Feiertag sind wir eingeladen und den zweiten Feiertag gibt es Kaninchen. Aber nur die Läufchen, das andere ist uns zu trocken. So, das ist Weihnachten bei uns. Dann schon erstmal guten Appetit. Gut, daher auch die ähnliche Frage an Sie. Ebenfalls Weihnachten, das Weihnachtsessen. Was kommt an Weihnachten bzw. den darauffolgenden Feiertagen bei Ihnen auf den Tisch? Heiligen Abend machen wir gar nicht viel. Da haben wir eine schöne Nudelsuppe. Und abends essen wir dann normal. Und am ersten Feiertag haben wir auch eine Ente. Ja, weiter. Alles okay so. Wir sind erst umgezogen und jetzt haben wir noch sehr viel Arbeit. Und ja, da sind wir froh, wenn wir jetzt ein bisschen unsere Ruhe haben, die Feiertage. Yeah.